Guten Morgen nochmal. Ich grüße aus Dahlenburg, südöstlich von Lüneburg. An der Grenze zum Wendland bin ich gestern durchgefahren, als ich von Berlin gekommen bin. Sehr schön, sehr schöne Dörfer. Ein schöner Traum. Ja, und hier in diesem Haus gibt es scheinbar viel zu tun. Mein Ego könnte aufheulen. Aber es tut es nicht. Ich bin jetzt halt einfach hier. Und guck mal, was hier geschieht, was hier geschehen möchte. Ob sich hier tatsächlich eine Gemeinschaft formiert oder was auch immer. Es ist ja noch alles gar nicht wirklich klar. Mit diesem Haus oder mit dem Nachbarhaus und so weiter. Also, ich bin einfach da und stelle mich einfach zur Verfügung und habe einfach keine Ahnung. Und ich will keine Zweifel aufkommen lassen. Die Zweifel sind wirklich die Nägel des Kreuzes. Das will ich nicht mehr. Ich will nicht mehr diese verrosteten alten Teile. Nee. Also, ich bin wirklich bereit, neu zu lernen, immer wieder neu, jeden Tag aufs Neue. Und neu hinzuschauen, so gut ich eben kann. Auch wenn sich im Unbewussten scheinbar das Ego manchmal aufbäumt, aber ich lasse einfach alles so sein, wie es gerade ist. Und versuche wirklich still und friedlich und liebevoll auf mich selber zu schauen und die Ruhe zu bewahren. Ein Geschenk für mich selber zu sein, so gut ich eben kann. Das klappt auch nicht immer, aber ich übe und versuche mich möglichst hier in der Gegenwart aufzuhalten und mich nicht in Gedanken zu verlieren oder zu dissoziieren. Und das geschieht immer weniger. Also von daher kann ich dem vertrauen und will dem vertrauen. Und du bist ja mein Zeuge. Du zeigst es mir ja, dass da noch anderes möglich ist. Dass da ein Miteinander ist, ein Geben und Empfangen, die ganze Zeit. Und ich tatsächlich über all das hier hinwegschauen kann. Und ist es noch so ein großes Chaos? Was ist die Welt? Steht hier Übungsbuch Nummer 3. Was ist die Welt? Die Welt ist falsche Wahrnehmung. Schreck. Ich hänge doch hier in der Welt. Und jetzt hänge ich hier die ganze Zeit in der falschen Wahrnehmung. Oh weia, was mache ich denn da? Üben, hin zur wahren Wahrnehmung, hin an den wahren Geist, an die wahre Wahrnehmung. Und das ist möglich. Vergiss die Macht deines Geistes nicht. Du bist es. Du bist von nichts und niemandem bestimmt, außer von dir selbst. Du bist völlig frei.
Und jetzt höre ich, die Welt ist falsche Wahrnehmung. Sie ist aus dem Irrtum geboren und hat ihre Quelle nicht verlassen. Aus dem Irrtum geboren. Und diesen berichtigen wir. Sie wird nicht länger bleiben als der Gedanke, der sie gebar, gehegt wird. Wenn der Gedanke der Trennung an einen Gedanken der wahren Vergebung umgewandelt worden ist, wird die Welt in einem ganz anderen Licht gesehen werden. Das ist der Wandel, deine neue Sicht, das neue Denken. Und das lassen wir hier geschehen. Es ist wirklich nur ein Gedanke, dieser Irrtum, diese Illusion, dieser Gedanke der Trennung. Jetzt wird die Welt in einem ganz anderen Licht gesehen, in einem Licht, das zur Wahrheit führt, wo die ganze Welt und alle ihre Irrtümer verschwinden müssen. Nun ist ihre Quelle vergangen. Und ihre Wirkungen sind ebenfalls vergangen. Ich habe eine neue Basis. Meine Ursache ist Gott. Und ich bin seine Wirkung. Die Welt wurde als Angriff auf Gott gemacht. Sie ist das Symbol der Angst. Und was ist Angst, wenn nicht die Abwesenheit der Liebe? So war die Welt dazu gedacht, ein Ort zu sein, wo Gott nicht einkehren und wo sein Sohn von ihm getrennt sein konnte. Durch die Trennung, durch meinen Eigenwillen. Hier wurde die Wahrnehmung geboren, denn die Erkenntnis konnte solch wahnsinnige Gedanken nicht verursachen. Doch Augen täuschen und Ohren hören falsch. Nun sind Fehler durchaus möglich geworden, denn die Gewissheit ist dahin. Die Gewissheit ist dahin, weil wir begonnen haben zu zweifeln. Das Vertrauen ist dahin, weil wir begonnen haben, in Frage zu stellen. Weil wir nicht mehr einverstanden sind, mit dem zu gehen, was uns gegeben ist. Weil ich lieber eine Abwehr, einen Widerstand aufwache, um mit dem zufrieden zu sein, was mir gegeben ist. Jetzt ist plötzlich die Forderung da, mehr haben zu wollen. Der Wunsch da, mehr haben zu wollen. Mehr zu brauchen. Auf einmal habe ich Bedürfnisse.
In Gott sind alle Bedürfnisse befriedigt. Also möge ich zurückkehren, damit ich selbst zur Ruhe komme. Stattdessen wurden die Mechanismen der Illusion geboren. Nun gehen diese hin, zu finden, was zu suchen ihnen aufgegeben war. Ihr Ziel ist es, jenen Zweck zu erfüllen, den zu bezeugen und wirklich zu machen, die Welt gemacht ward. Den zu bezeugen und wirklich zu machen, die Welt gemacht ward. Sie sehen in ihren Illusionen eine solide Basis, wo die Wahrheit existiert und getrennt von Lügen aufrechterhalten wird. Ich glaube ja, dass das die Wahrheit ist, diese Illusion. Ich glaube doch, dass ich das bin. Doch alles, was Sie berichten, ist nur Illusion, die von der Wahrheit getrennt gehalten wird. Der ganze Traum ist eine Illusion. Die ganze Welt ist eine Illusion. So wie die Sicht gemacht ward, um von der Wahrheit wegzuführen, so kann sie neu ausgerichtet werden. Geräusche werden zum Ruf nach Gott. Und jeder Wahrnehmung kann von dem einen, den Gott als Erlöser für die Welt bestimmte, ein neuer Zweck verliehen werden. Und genau das geschieht hier. Wir bekommen einen neuen Zweck. Wir sind der Erlöser dieser Welt. Wir hören den Ruf. Wir sind der Bringer der Erlösung. Ein neuer Sinn und Zweck hat sich aufgetan. Folge seinem Licht und sieh die Welt so, wie er sie erblickt. Höre nur seine Stimme in allem, was zu dir spricht. Du kannst alles wandeln lassen. Du kannst in allem die Umkehrung sehen oder hören. Bis du keinen Wandel mehr brauchst, weil du mit Gott bist und darin sicher bist und die andere alte Welt dann gar nicht mehr wahrnimmst, das wäre ja wieder der gespaltene Geist. Wieder diese scheinbare zwei Welten, die ich ja gar nicht sehen kann. Ich muss mich ganz klar ausrichten für das eine. Durch die wahre Wahrnehmung. Höre nur seine Stimme in allem, was zu dir spricht, und lasse ihn dir Frieden und Gewissheit geben,
die du weggeworfen hast, die der Himmel aber für dich in ihm erhalten hat. Nichts ist verloren gegangen. Es ist alles beständig da. Der Vater hat seinen Sohn nie aufgegeben, nie in Frage gestellt. In Gott gibt es keinen Zweifel. Wir wollen nicht eher zufrieden ruhen, als bis die Welt sich unserer veränderten Wahrnehmung angeschlossen hat. Wir wollen nicht zufrieden sein, ehe die Vergebung nicht vollständig geworden ist. Bis ich mir nicht vollständig sicher bin, ich will wirklich sagen können, ich bin vollkommen gewiss. Nichts kann keinen, man kann meinen Frieden mehr stören. Nichts kann mich mehr aus der Ruhe bringen. Kein Stolperer, kein Stotterer, kein scheinbar falsches Wort. Weil ich weiß, dass nichts bedroht ist und dass sich nichts verändert hat, dass ich immer geliebt bin und dass ich nichts falsch machen kann. Und dass ich und ein jeder von uns immer rein und vollkommen ist. Gewollt, sonst wäre ich nicht hier. Ich habe eine Funktion, von der Gott möchte, dass ich sie erfülle. Möge ich sie erfüllen, ganz erfüllen. Bis die Vergebung vollständig geworden ist. Vergebung als die letzte Illusion. Bis auch das gehen kann und ich nur noch im Frieden ruhe. Und lass uns nicht versuchen, unsere Funktion zu ändern. Ich habe mich nicht einzumischen. Ich habe keine Ahnung. Dem zu vertrauen, so loszulassen, sich frei zu lassen in dem, was mir gerade gegeben ist. Wir müssen die Welt erlösen. Denn wir, die wir sie machten, müssen sie durch Christi Augen sehen, damit das, was gemacht wurde, um zu sterben, dem ewigen Leben zurückerstattet werden kann.
Wir müssen sie durch Christi Augen sehen, durch diese heilige, liebevolle Sicht, diese vergebende Sicht. Den Augen der Liebe zu schauen. Das ist unser Lernen. Jeden Moment. Damit wir wirklich vertrauen und uns nicht mehr mit der Angst identifizieren, nicht mehr diese Ebenen verwechseln. Gott will nur, dass ich glücklich bin. Also gib alles für dein Glück. Gib alles für dein Glück. Dies ist der heilige Augenblick der Erlösung. Genau dieser Moment, wo ich mich wieder so stark erinnere. Die Augenblicklichkeit der Erlösung. Und in diesem heiligen Augenblick ist die Erlösung gekommen. Es ist diese eine einzige Entscheidung, diese eine einzige Wahl, die ich im Grunde habe, die nur einmal getroffen wird oder getroffen wurde, wirklich mit Gott zu gehen, das Fundament Gottes wirklich anzunehmen, den Weg der Liebe zu gehen. Konsequent. Konstant. Ich verwirre und verirre mich immer nur selber. Durch diese Vermischung. Durch das Vermischen wollen der Ebenen, was überhaupt nicht geht. In diesem heiligen Augenblick ist die Erlösung gekommen. Deine Befreiung. Deine mächtige Erinnerung. Dein Freisein. Dein sich erheben in diesem hellen, offenen, weiten Geist. Die Auferstehung. Welch Freude herrscht doch heute. Lass die Freude zu dir kommen. Lass das Licht zu dir kommen. Sei gewiss, es ist die Zeit einer besonderen Feier. Ich kann es fast nicht glauben,
So nah bin ich der Erlösung. So nah bin ich Gott. So nah bin ich dir. So sehr bin ich in diesem einen vereinten Geist. Möge ich es wirklich geschehen lassen und bemerken, dass nichts bedroht ist. Dass einfach nur die Freude, die Einfachheit, Gelassenheit, die Dankbarkeit, der Frieden, all das zu mir kommen wollen. Der Christus durch mich strahlen möchte, der Friedensbringer. Welch Freude herrscht doch heute. Es ist die Zeit einer besonderen Feier, denn das Heute hält der verdunkelten Welt den für ihre Befreiung festgesetzten Augenblick entgegen. Der Tag ist gekommen, an dem der Kummer abfällt und der Schmerz vergangen ist. Ich bin nicht hier, um zu leiden. Wirf den Kummer weg. Was bekümmert dich noch? Es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass wir uns immer noch so den alten Gedanken hingeben. Uns den immer noch ausliefern. Den alten Gedanken, den alten Emotionen. Das bin ich nicht. Ich bin nicht diese Emotionen, diese Gefühle. Ich bin nicht meine Geschichte. Ich bin hier und jetzt. Ich bin Gottes Sohn. Ich bin reiner, freier Geist. Das mir immer wieder zu sagen. Erzähle dir das und nicht mehr deine alte Geschichte. Dein Fundament ist Gott und nicht deine Geschichte. Nicht dieser Schmerz, dieses Leid. Ich bin nicht hier, um zu leiden. Ich bin hier, um glücklich zu sein. Ich bin das Licht der Welt. Ich habe eine Verantwortung. Der Tag ist gekommen, an dem der Kummer abfällt und der Schmerz vergangen ist. Die Herrlichkeit der Erlösung dämmert heute einer freigegebenen Welt. Lass dich frei. Lass dich in Ruhe. Lass dich in dir selbst ruhen, im Vater. Sei liebevoll mit dir, auch mit deinen Gedanken. Nur du kannst das steuern. Du hast die Macht. Sei hier und bemerke, dass die Gedanken weniger werden.
Sei hier und gehe Schritt für Schritt. Schau nicht immer auf das große Ganze. Das ist das, was uns auch immer wieder überfordert. Wo ich dann plötzlich 10 Baustellen sehe. Schau doch auf das, was jetzt gerade ist. Kleinschrittiger. Gegenwärtiger. Gleichmäßiger. Setz dich deinen Gefühlen nicht so aus. Lass dich davon nicht mehr beherrschen. Dinge geschehen hier in diesem Raum. Wasserleitungen gehen kaputt. Die Klospülung geht kaputt. Das sind nun mal Dinge, die hier geschehen. Und eben nicht mehr mit Schrecken darauf zu schauen, sondern genau das ist ja meine Lektion, es anders zu sehen. Wenn ich selbst eine Klospülung oder einen Wasserrohrbruch als Angriff sehe, na, dann habe ich echt noch was zu tun. Der Weg mit Gott ist ein leichter. Ich muss lernen, bei mir zu schauen, wie ich mir da selber im Wege stehe, dass es scheinbar so schwer ist. Ich muss lernen, mir einzugestehen, dass ich den Gefühlen oder den alten Emotionen doch immer noch Vorrang gebe, weil sie mich ja auch lebendig halten. Dieses emotionale Aufbäumen, dieser Schrecken, er gibt mir ja auch scheinbar Antrieb. Aber das ist wirklich ein großer Irrtum. Das erschöpft mich ja auch wieder. Diese emotionale Achterbahnfahrt erschöpfen. In Gott ist es ruhig und gleichmäßig. Dieser fließende, gleichmäßige Fluss. Und das bin ich. Dahin zu schauen und nicht jetzt schon wieder überlegen oder denken, wieso, weshalb, warum. Das geht aber nicht. Aber was ist damit? Aber. Nein, ich muss das stoppen. Es ist immer wieder der gleiche Mechanismus. Anders verkleidet vielleicht, andere Formen, andere Situationen, aber es ist im Grunde immer wieder das Gleiche. Das Ego, mein kleines Selbst, ist sehr tricky, sehr vielseitig, sehr kreativ. Höre nicht mehr darauf, lass es gehen.
Die Herrlichkeit der Erlösung dämmert heute einer freigegebenen Welt. Dies ist die Zeit der Hoffnung für unzählige Millionen, für alle. Wir sind eins. Sie werden jetzt vereint, indem du ihnen allen vergibst. Das ist das, was ich immer wieder meine, durch meinen offenen, weiten Geist, durch mein Erheben über das Schlachtfeld, kann ich allen vergeben. Ich kann meine Vergebung über die ganze Welt hinwegfließen lassen, meinen Frieden über die ganze Welt hinwegfließen lassen. Meine Liebe über die ganze Welt hinwegfließen lassen. Es braucht nur die kleine Bereitwilligkeit. Sie werden jetzt vereint, indem du ihnen allen vergibst. Denn mir wird heute von dir vergeben werden. In diesem heiligen Augenblick ist die Erlösung gekommen. Die Vergebung ist immer jetzt. Tritt zurück. Sei offen für das, was dir gegeben ist. Wir haben einander jetzt vergeben und so kommen wir endlich wieder zu dir, Vater. Vater. Dein Sohn, der niemals fortgegangen ist, kehrt zum Himmel und zu seinem Heim zurück. Wieder der verlorene Sohn, der scheinbar verloren war. Jetzt kehren wir zurück. Wo wir doch nie fort waren. Wie froh sind wir, dass unsere geistige Gesundheit in uns wiederhergestellt ist. Und wir uns erinnern, dass wir alle eins sind. Geistige Gesundheit. Ich bin nicht gestört, wie ich es früher glaubte. Ich dachte, ich bin gestört. In meinem alten Traum dachte ich das. Weil die niedere Ebene einfach nicht meine Welt ist. Die Welt der Dunkelheit, der Schuld und Sünde. Gott sei Dank habe ich aufgeblickt, beziehungsweise habe ich immer wieder diesen Lichtpunkt gesehen, diesen kleinen Funken, diesen Hoffnungsschimmer, der hat mich geführt. Und jetzt zeigt es sich immer mehr in einem großen Strahl durch mein Erheben hin zur geistigen Gesundheit. Alle bekommen es mit. Du siehst doch den Wandel.
Wunderbar, wenn es sich so zeigt. Und es will sich in jedem zeigen. Die Blume der Vergebung will sich durch jeden entfalten. Diese zarte Blüte will sich öffnen, will gegeben werden. Es ist einfach nur Liebe. Ich habe immer meinen eigenen Ruf nach Liebe gehört. Und jetzt werde ich selbst mehr und mehr zu einem Ausdruck von Liebe für mich selbst und somit für uns alle. Und das ist das größte Geschenk, das ich mir hier geben kann. Ein so berührendes. Und wie schön ist es denn, dass Gott selbst alle Tränen abwischen wird und sie zu Freudentränen werden. Danke, danke. Ja, ich kann mich wieder nur verneigen. Und danke Gott. Danke Bruder. Ich sage einfach mal Tschüss jetzt und wünsche ich einen gesegneten, liebevollen Tag mit dir und all den Brüdern, die dir begegnen. Dem Christus eben. Danke.